Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir starten diese ausnahmsweise mal auf einer Fahrradstraße. Hier sind Autofahrer nur zu Gast und haben besondere Rücksicht auf Radfahrer zu nehmen. Das Konzept hat dieser Autofahrer definitiv nicht verstanden. Und beim Mülltrennen sind wir E-Weltmeister. Der Weg ist gut. Und auf dem fahren wir immer öfter elektrisch. Ja, genau. Von der Ausfahrt in die Auffahrt, da klappt's auch nicht besser. Oh. Statt mit 60 direkt am Anfang des Beschleunigungsstreifens auf die Bahn zu ziehen, könnte man doch einfach mal Gas geben, so wie unser Einsender, und den Streifen ausnutzen. Es könnte alles so schön sein. Selber Mist bauen, aber andere belehren wollen. Es ist unglaublich, oder? Okay, alles klar. Also bin ich jetzt schuld, oder wie? Die Ampel wird rot. Was liegt da näher, als über die Linksabbiegerspur geradeaus rüber zu fahren? Echt nicht? Aber ich mag das voll gerne. Aber ohne Kostenschwachen. Ja. Beim Spurwechsel auf dreispurigen Autobahnen ist besondere Vorsicht geboten, denn oftmals muss man gleich zwei Spuren im Auge behalten, sonst passiert leicht so etwas hier. Schaumlöffel schreibt noch Folgendes dazu. Der LKW ist abgehauen, hat sich aber wohl angeblich telefonisch bei der Polizei gemeldet. Sonst hat keiner angehalten. Traurig. Bin da geblieben, obwohl ich ja nicht weiter betroffen war, hab dem Fahrer des Nissans die Dashcam-Aufnahme gegeben und der Polizei diese auch vor Ort noch gezeigt und meine Kontaktdaten als Zeuge hinterlassen. Die gesamte linke Fahrzeugseite des Nissans war beschädigt. So viel dazu. Danke Schaumlöffel, dass du angehalten hast und deine Daten dagelassen hast. Das hätten viel, viel mehr machen können, die den Unfall auch beobachtet haben. Wer ist denn nun eigentlich schuld an dem Ganzen? Ich würde sagen, dass der LKW-Fahrer wirklich keine Chance mehr gehabt hat, den Nissan zu sehen, als der plötzlich auch auf die mittlere Spur zieht. Der Nissan-Fahrer hätte da schon die bessere Chancen gehabt, den LKW zu sehen. Was der LKW allerdings zuvor auf der dritten Spur zu suchen hatte, das bleibt fraglich. Mich hätte die Schuldzuteilung hier sehr interessiert. Noch kurz was dazu, dass der LKW-Fahrer abgehauen ist. Ich schätze mal, der hat von dem Unfall überhaupt nichts mitbekommen. Später die Schäden an seinem Fahrzeug entdeckt und gedacht, oh je, da ist was passiert. Ich sag zumindest mal der Polizei Bescheid. Das ist zumindest meine Vermutung. Wenn er den Unfall natürlich mitbekommen hat und trotzdem weitergefahren ist, sprechen wir hier von einer glasklaren Fahrerflucht. So, jetzt aber endlich weiter im Text. Hier hätte es auch fast geknallt. Oh ja. Alter! Sag mal. Hallo? Immerhin hat Lenny hier nicht gehupt oder sonst irgendwas. Das ist absolut richtig, denn alles andere würde nur noch mehr Druck in so einer Situation erzeugen. Meine Güte, ey! So stirbt man. Hä? So stirbt man. Ja, sorry. Ich irgendwie dachte, dass ich. Ja, ja. Gut. Sorry, das tut mir leid. Alles gut. Ciao, ciao. Hatten wir heute schon das Thema Aufmerksamkeit beim Spurwechsel? Keine Frage, der VW-Bus hat hier einen Fehler gemacht. Aber ich muss auch anmerken, gelbe Ampel heißt nicht Gas geben, um noch möglichst schnell drüber zu kommen, sondern anhalten, sofern möglich. Geht's noch? Von hinten nähert sich ein RTW. Das bekommt er hinter uns nur offensichtlich kaum mit und fährt vor Schreck fast in die Leitplanke. Der vor uns, der macht sogar Bekanntschaft mit ihr.
Ab hier gelten jetzt 80 km/h, an die sich der Fahrer des PKW auf der linken Spur annähernd halten möchte. Der hinter ihm, der findet das überhaupt nicht gut. Naja, und das jetzt hier am Ende ist natürlich pures Trotzverhalten als Reaktion auf das dichte Auffahren des Ford-Fahrers. Natürlich völliger Blödsinn. Nur weil einer was falsch macht, sollte man sich nicht auf dessen Niveau herablassen. Wo kommen wir denn hin, wenn das alle machen? So viele Videos. Das war. Dann gib mir 10. Na, warte ab. Moment. Eine 8. Schöne. Wahnsinn, Alter. Der Wagen war quasi nagelneu, hatte gerade mal 870 Kilometer drauf. Laut Gutachten 6.700 Euro Schaden und 1.500 Euro Wertminderung. Das hat sich echt mal gelohnt für unseren Einsender. Das ist nicht dein Ernst, Mann! Ja, und jetzt schleichst du an dem vorbei, ne? Das ist verrückt. Na, und das sah vielleicht nicht knapp aus, aber immerhin hat er unseren Einsender um 40 km/h runtergebremst. Wir hatten heute erst so wenige plötzlich auftauchende Ausfahrten. Zieh doch noch den Gang genau zu. Nein, du dann nicht ansatzweise. Komm mal, komm mal, komm mal. Na immerhin, der Fahrer des Audi reagiert immerhin vernünftig. No, macht er nicht. Der tickt ja völlig aus. Ich will den nicht erleben, wenn der noch schlimmere Sachen im Straßenverkehr erlebt. Och, ich stehe doch schon halb auf der Straße. Da kann ich ihm jetzt auch endgültig die Vorfahrt nehmen. Das dachte sich wohl der LKW-Fahrer. Polizei auf Abwägen oder was ist hier los? Der Fahrer des grauen Benz da vorne, der biegt jetzt einfach mal nach rechts über die gerade Ausspur ab. Aber das war's noch nicht. Kurze Zeit später fährt er vor den Augen der Polizei über Rot. Hier in der Dämmerung ohne Licht und auch noch mit dem Handy am Ohr unterwegs zu sein, erhöht die Lebenschancen dieses Radfahrers sicherlich drastisch. Und während ihr jetzt die Gelegenheit habt, die neuesten Busmodelle im Hintergrund zu bewundern, möchte ich mich schon mal von euch verabschieden. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern, wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, dann schickt eure Clips gerne an die links eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's dann, wir hoffen, es hat euch gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen. Und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao, ciao.